Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatz, den wir euch hier in der Bretagne vorstellen möchten. Wir sind auf dem Air de Ilo in Saint-Malo-Rottenneuf. Wir haben hier einen relativ großen Wohnmobilstellplatz, der nur für Wohnmobile und Kastenwagen erlaubt ist, mit 120 Stellplätzen. Liegt sehr nah am Wasser, in absolut ruhiger Lage. Und auf dem ehemaligen Campingplatzgelände haben wir wahnsinnig viel alten Baumbestand. Und wir waren 2 Nächte hier, haben es richtig genossen, sowas von ruhig und auch mit großen Parzellen. Man kann sich wohlfühlen und ist in wenigen Schritten schon direkt am Wasser, wenn es dann da ist. Weil die Gezeiten sind hier ja schon extrem. Wir zeigen euch erstmal, wie ihr hier angefahren kommt und dann, wie es hier weitergeht mit dem Anmelden und wo ihr alles findet. Kommt mit! Solltet ihr aus der Richtung von Saint-Malo kommen, kommt ihr von hier angefahren und hinten, wo diese Mauerreihe endet, da geht es auch schon direkt zum Wasser. Wie ihr wisst, gibt es natürlich auch hierzu wieder unser Video zu unserer Bretagne-Reise, wo wir euch den Strand, den Ort und die Umgebung zeigen. Ansonsten haben wir hier vorne direkt den Einfahrtsbereich mit einer Informationstafel, wo schon das Wichtigste draufsteht. Vorne zu Beginn, solltet ihr euch erst einmal informieren wollen, haben wir noch mal eine Informationstafel, wie der Platz aussieht. Hier haben wir nämlich den Platzplan. Wir haben 173 Plätze zur Verfügung. Kann sein, dass es im Winter runtergeschraubt wird, dass man einen Teilbereich schließt und ihn etwas verkleinert, damit man nicht so viele Gänge hat, um seinen Kontrollgang, wer bezahlt hat, zu machen. Wir haben hier vorne die Einfahrt. Ich stehe hier. Hier haben wir die Anmeldung mit einer Entsorgungsstation und einem Waschhaus mit Trockner und Waschmaschine. Hier haben wir eine zweite Entsorgungsstation. Alle Plätze verfügen über Strom. Wir haben hier einen Bullplatz mit einem Kinderspielplatz und hier hinten noch einen Fußdurchgang. Fahrräder passen auch dadurch, wo ihr dann hier zur Hauptstraße gelangen könnt. Empfehle ich euch, weil da sind hier richtig schöne Häuser mit wunderschönen Blumen. Und hier haben wir schon das Meer und hier ungefähr haben wir das kleine Zentrum von Rottenneuf. Ja, alle Plätze verfügen über Strom. Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet, kostet in der Nebensaison inklusive aller mitfahrenden Lebewesen 12 Euro und in den Hauptferienmonaten Juli und August kostet er 15 Euro. Es ist dabei, wie gesagt, Strom, Entsorgung Chemietoilette, Entsorgung Grauwasser, das WLAN und alles, was in eurem Wagen sitzt. Erlaubt sind nur Fahrzeuge, die eine eigene Toilette, Waschmöglichkeit verfügen. Der Stellplatz befindet sich, wie gesagt, hier auf einem ehemaligen Campingplatzgelände, hat keine aktiven Waschhäuser mehr. Also es gibt kein Sanitär, keine Toilette, nicht eine einzige oder Duschmöglichkeit. Was wir hier aber haben, ist ein Fahrradverleih, eine Büchertauschbörse und verschiedene Vans, die hierher kommen und leckeres Essen anbieten. Die Pizzamann ist noch das Einfachste, was hier kommt. Erzähle ich euch gleich aber, wo ausgeschlagen steht, was es hier alles zu essen gibt oder wer mit seinem Essen hier reinfährt, besser gesagt. So, jetzt gehen wir erstmal hinein und dann erzähle ich euch mal was, wie das läuft mit der Anmeldung und dem Prozedere hier auf dem Platz. Wenn ihr ankommt, könnt ihr einfach auf das Gelände fahren, euch einen Platz nach eurer Wahl aussuchen, weil hier kann man nicht reservieren und euch dahin stellen, wo frei ist. Danach geht ihr dann zur Rezeption und meldet euch zu den Öffnungszeiten des Büros an. Sage ich euch aber nachher. Das Einzige, was ihr mitnehmen müsst im Kopf, ist eure Platznummer. Und da müsst ihr aufpassen. Nicht nur die Zahl merken, ihr müsst euch auch die Buchstaben merken, weil das ist hier mehrfach mit A, B, C. Ich glaube, D haben wir auch noch. Und ihr könnt bar wie auch mit Kreditkarte zahlen. Wichtig ist, dass ihr euch an einige kleine Regeln haltet. Alle Stellplätze verfügen über einen geschotterten Untergrund für euer Fahrzeug, also stellt euch nicht auf die Grünfläche daneben. Dann bitte unbedingt rückwärts einparken und nicht mit der Schnauze nach vorne. Dann sind hier Matten vor eurem Fahrzeug erlaubt,
aber keine großflächigen Teppiche. Zelte und Wohnwagen sind nicht erlaubt, habe ich ja schon gesagt. Hunde, Kotbeutel gehören in den Mülleimer, braucht man nichts zu sagen. Und der Platz kann von 8 bis 23 Uhr befahren werden, danach ist die Schranke zu. Was ich für ein Gerücht halte, weil heute Morgen um 6 Uhr unser Nachbar schon wieder fuhr. Wir haben immer 6 Uhr Nachbarn. Also ich weiß gar nicht, was vor Sauerbraten und Rührei noch kommt. Auf der Flucht oder so. Und ihr könnt hier bis 15 Uhr stehen bleiben, bevor ihr abreisen müsst. Also das finde ich jetzt ganz genial. Und hier sind auch direkt die Öffnungszeiten vom Büro. Von 8 bis 11 und von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. So, hier ist gerade richtig Getümmel, weil hier vorne eine Entsorgungsstation ist und Sauerbraten fährt nach Hause. Dann gehen wir mit euch nochmal rüber zum Büro, wo ihr euch an der Rezeption anmelden könnt. Und dann zeige ich euch auch, was hier jeden Tag für leckere Autos vorbeikommen. Hier sind wir direkt am Kernstück des Platzes. Wir haben hier das Anmeldebüro, wo ihr euch anmeldet und den Obolus für eure Nacht eben entrichtet. Es gibt dort einige Getränke, vom Wein über Softdrinks, eine Eistruhe und kleine Snacks, die man hier auch erwerben kann, plus jede Menge Informationsmaterial hier zu der ganzen Gegend. Was haben wir noch da drin? Wir haben da drin noch eine Büchertauschbörse und direkt, Moment, Alfred folgt mir mal, hier am ehemaligen Sanitärgebäude für Sicherheit muss ja gesorgt haben, ein Defibrillator. Dann haben wir auf dem ganzen Platz verteilt natürlich entsprechend Feuerlöscher, wo wir gerade bei der Sicherheit sind. Und wenn ihr jetzt hier länger steht und sagt, ich will aber mit meinem Wohnmobil da und da mal hinfahren, weil das will ich, habe kein Fahrrad mit oder ist mir zu weit, dann habt ihr hier auch noch Pylonen stehen, wo ihr eure Stellfläche mit markieren könnt, dass ihr weg seid. Solltet ihr nicht ansonsten Tisch und Stühle da stehen lassen. Das geht natürlich auch. Und dann haben wir hier auch schon nochmal die wichtigen Daten, die wir jetzt alle schon gesagt haben, den WLAN-Code. Wir haben die Busfahrzeiten und die Gezeiten, weil hier ist ja ein unheimlicher Tidengang, also 100 Meter oder keine Ahnung, wahnsinnig viel. Guckt mal das andere Video, wie weit das Wasser weg ist. Und dann kommt wie heute kommt das Pizzataxi. Gestern war der Frittenmann hier mit halben und ganzen gegrillten Hähnchen. Vorgestern war jemand hier, ich weiß es gar nicht, der hatte frittierte Muscheln. Der hatte frittierte Muscheln. Dann gibt es heute noch eine Cidre-Verköstigung, der auch noch Wein, Honig und Gebäck mit hat. Also hier kommt jeden Tag ein anderes Auto. Das steht auch mehrere Stunden hier und da gibt es richtig leckere Sachen. Also immer, wenn wir sagen, oh, jetzt haben wir mal ans Grillfleisch gedacht, shit, hätten wir es mal drin gelassen. So, dann haben wir hier auch noch, wann Markt ist. Und da kommt das Marktauto nach hier. Der ja, Präsenz für Fotocompany. Achso, nee, der kommt nach hier. Donnerstags kommt dann noch ein Marktwagen mit den Salamis, die wir gestern so verzweifelt gesucht haben. War ja Sonntag, war ja alles zu. So, ich glaube, ich habe hier nichts vergessen. Gegenüber von der Anmeldung haben wir noch die Müllstation. Wir haben doch zwei Glascontainer für den Restmüll, die Container mit den braunen Deckeln und für Kunststoffe, die mit dem gelben Deckel. Gestern sind die geleert worden, waren auch nie überfüllt, von daher ausreichende Zahl. Der Platz war über das Wochenende. Wir waren von Samstag bis Montag hier. Heute ist der, ich weiß es schon gar nicht mehr. 27. Mai 24. Es hat sich gestern regelrecht geleert, aber jetzt das Wochenende war der fast voll, ne? Waren vielleicht 5-6 Plätze noch frei. War also ausreichend Platz noch in den Tonnen. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch einen Restbereich des alten Sanitärgebäudes, das aber für Waschmaschinen und Trockner genutzt wird. Wir haben hier noch eine Batterieentsorgungsbox. Nochmal diese kleinen Infocards, wo ihr zu der Gegend hier euch was mitnehmen könnt. Und entsprechend die Gebrauchsanleitungen für die Waschmaschinen und Trockner. Wir haben zwei Waschmaschinen, einen Trockner und
Die Waschmaschine hat ein Fassungsvermögen von 10 Kilo, läuft eine Stunde und 10 Minuten und kostet für Waschvorgang, ich kann ja kein Französisch, für doofe stand es aber in Englisch drauf, 4,50 und für den Trockner 4 Euro und 1 Euro solltet ihr noch Waschmittel dazu benötigen. Ja, und daneben haben wir die Entsorgungsstation, die gerade gerappelt voll ist. Spülmöglichkeiten gibt es nicht. Wie gesagt, die beiden Sanitärkomplexe sind komplett geschlossen. Und hier habt ihr noch eine Boulebahn, eine Tischtennisplatte und für die Lütten ein Klettergerüst. Nicht allzu viel, aber wer den Strand vor der Nase hat, ich glaube, der braucht keinen Sandkasten. Wir fahren mit euch jetzt einmal über den Platz, damit ihr euch ein Bild von der Parzelle und dem, wie man hier steht, machen könnt. Und Entsorgung machen wir gleich, wenn wir selber entsorgen, weil dann kann sich auch keiner da vorstellen. Ist nämlich schon wieder belegt. Ich muss revidieren, hier ist nämlich nicht geschottert. Aber der größte Bereich ist geschottert. Dann sind wir doch gestern den anderen Gang reingegangen. Den Zipfel haben wir noch gar nicht gesehen. Also von der Lage total ruhig, weil hier hinter ist Feld. Und die Häuser, die man sieht, sind fast alles Wochenend- und Ferienhäuser. Und der nicht asphaltierte Bereich, der wird in den Wintermonaten dann bei Bedarf eben auch geschlossen. Nun, hier haben wir wieder ein altes Sanitärgebäude. Und das ist auch eine Rinne. Guck mal, wie jeck die meisten sind. Wir zeigen das euch hier. Wir sind jetzt an dem hinteren Sanitärgebäude und hier steht kein einziger zum Entsorgen. Also wir werden gleich auch hier entsorgen. Wie gesagt, vorne versucht man noch reinzufilmen. Aber sieht genauso aus wie hier, ist neben dem Waschmaschinenkämmerlein. Und wir haben hier eine gute, breite, abgesenkte Grauwasserentsorgungsrinne. Und daneben die Entleerung. Ich gehe mal so rum, sonst habe ich wieder falsch ins Bild, kriege wieder Schimpfe. Die Entsorgungsstation für eure Toilette mit dem Wasser zum Spülen. Und auf der anderen Seite, oh, hier ist aber die Frischwasserzapfstelle nicht dran. Da ist nur die hier. Und wenn ich das richtig sehe, stimmt das, was nämlich im Internet steht, bei ProMobil und Fahrenheit, 3 Euro für 100 Liter. Stimmt gar nicht, weil da kam jetzt Wasser raus. Kann aber auch sein, dass einer 3 Euro eingeschmissen hat und noch Wasser drin 100 ist. Liter brauchte. Ja, aber hier steht ja auch kein Betrag. Was soll ich da reinschmeißen? Ja, das reicht. 5 Mark Stück, wenn ich noch eins hätte. Oder 10 Cent. Also von daher sieht es so aus. Habe ich vergessen zu fragen. Wir werden es ja gleich testen. Also wenn wir gleich füllen, halte ich die Kamera drauf und füllen wir den Onkel Alfred beim Stellplatz. Aha. Premiere. So, jetzt fahren wir noch rüber zu unserem Platz. Dann seht ihr noch ein bisschen, wie man hier steht. Wir haben, wie gesagt, die Längsplätze und die anderen Plätze, wo man waagerecht steht. Da zeigen wir euch noch den Strom. Und dann packen wir ein, weil wir fahren heute weiter. Nur ungefähr 25 Kilometer auf einen Campingplatz. Ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte da unbedingt hin und verfluche es jetzt schon, weil wir nämlich gar keinen Platz in Wassernähe bekommen haben. Aber da hatte ich schon gebucht. Unser Domizil der letzten 2 Tage. Die Parzelle, auf der wir stehen, sind 80 Quadratmeter groß ungefähr, nach meinem Mini-Maus-Schrittmaß. Nee, ich kann große Schritte machen. Und
An einigen Stellen hast du Fernsehempfang, eher auf der anderen Seite, ob du hier hast. Wir nutzen das Ding ja nicht zum Fernsehen. Fahren nur als Ballast die Schüssel da oben rum. Und daneben haben wir auf der Seite auch schon den Strom. Und da hinten haben wir auch die Platznummer, die eben wichtig ist. Da ist die auch. Da, da. Ach, da ist die auch noch. Ach, Onkel Alfred hat schon wieder geguckt. Warum nenne ich mich eigentlich immer Onkel Alfred? Weiß ich nicht. Da steht nämlich von da und auf der anderen Seite ist der Pfeiler. Hier, wie weit wahrscheinlich ihr euch ausbreiten dürft. Wenn ihr Kinder filmen. Ja. Ah, hallo. Ich habe deinen Namen vergessen. Ne? Das ist wieder ein Kinderfilm von Oma und Opa. Kannst du wieder unter das Video schreiben. Finde ich lustig. Ist ein Kommentar. Schraubt uns nur nach oben auf der Startseite. So. Hier haben wir die Stromanschlüsse und eure Stellplatznummern stehen darauf, damit ihr wisst, welche Steckdose für eure Stromversorgung ist. Wie gesagt, Strom ist im Preis inklusive. Haben wir dann auch genutzt, damit wir die Fahrräder voll haben. Wir haben den Campingplatz, der ist ein bisschen teurer als hier der Stellplatz, ohne Strom gebucht. Wir haben alle Akkus geladen und werden jetzt noch schnell entsorgen. Ihr braucht hier, wenn ihr größere Mengen zapfen wollt, euren eigenen Wasseranschluss, den ihr aufschrauben müsst. Ansonsten in kleinen Mengen könnt ihr das hier einfach entnehmen. Wir füllen jetzt mal auf, damit wir für die Weiterfahrt gewappnet sind. Lass mal den Chef in Ruhe seine Arbeit tun. Garage aufgeräumt. Ja, hatte fein gemacht. Hier nochmal die zweite Entsorgungsstation. Die haben wir euch jetzt nicht im Detail gezeigt, ist aber genau die gleiche wie die andere, die wir euch gezeigt haben. Und die befindet sich hier direkt neben der Rezeption. Au revoir, Erde Ilott. Wir fahren weiter in Richtung Dinar. Fehlt doch noch was in dem Video. Genau. Ich wollte euch noch das Fazit da lassen zu unseren 2 Tagen, also 2 Nächte waren es, 3 Tage so gesehen, hier auf dem Wohnmobilstellplatz mit dem Blick jetzt auf die Bucht. Ja, Fazit war, es war super schön, es hat uns super gefallen. Sollten wir noch mal in die Richtung kommen, definitiv ein weiterer Anlaufpunkt, hier noch mal zu übernachten. Man kann hier auch länger stehen. Uns hat es super gefallen, auch Alfred hat es gefallen. Und wir sagen hier, Alfred kann nicht. 4 Punkte von unseren 4 Daumen und wir kommen gerne wieder und haben den Aufenthalt hier richtig genossen. Vor allem mit diesen tollen Spazierwegen. Schaut in das andere Video, wie schön man hier wandern und auch Radfahren kann. So, es geht weiter. Bleibt dran, es gibt weitere Stellplatzvorstellungen hier aus der Bretagne mit uns.